Wir haben Eilmeldungen im vermissten Fall Gabby Petito. Die Welt sieht eine amerikanische Tragödie. Eine Bloggerin in den USA verschwindet. Und die halbe Welt nimmt Anteil. Hier, der Hashtag Gabby Petito auf TikTok. 1,8 Milliarden Aufrufe. Auf TikTok, Instagram und YouTube suchen Heerscharen von Hobbydetektiven den mutmaßlichen Mörder. Online. Ich bin besessen. Ich kann nicht schlafen, bevor er gefunden ist. Schaut euch das mal an. Das ist True Crime zum Mitmachen. Hunderttausende gehen online weltweit auf Verbrechersuche. Wer ist der Mörder von Gabby Petito? Bringt diese Online-Detektivarbeit wirklich etwas? Im Sommer bricht die Influencerin Gabby Petito mit ihrem Verlobten Brian Laundrie zu einer Reise durch die Staaten auf. Alle dürfen teilhaben an ihrem Liebesglück in Amerikas tollsten Nationalparks. Hello, hello. Hallo und guten Morgen. Es ist wirklich ein schöner, sonniger Tag. Immer neue Ausschnitte von der perfekt in Szene gesetzten Reise beglücken die Follower. Alles scheint, wie so oft auf Instagram, perfekt zu sein. Auch am 25. August. An diesem Tag werden die letzten Fotos von Petitos Account gepostet. Gabby hält einen gehäkelten Kürbis in die Kamera und lacht. Später analysiert eine aufmerksame YouTuberin, dass Gabbys Kommentar auffällig kurz gewesen sei. Ich habe mehr gefunden als ihr. Der Post war vom 12. Sonst postet sie viel längere Beschreibungen. Diesmal nur zwei Worte. Warum? Eine Woche später kehrt Brian ohne Gabby zurück nach Hause. Wo ist sie? Ihre Familie meldet sie als vermisst. Dann verschwindet auch noch Brian spurlos. Vor seinem Elternhaus beziehen Kamerateams Stellung. Jetzt ermittelt das Netz. Eine Armee von Hobbydetektiven macht sich an die Beweisaufnahme. Täglich gibt es neue Links und ganz heiße Spuren. Hier ist ein Video gepostet, hier, von einem jungen Mann, der in einem Café sitzt in Columbus. Und der eine Cap auf hat und so ein 6-Tage-Bart. Und sofort ist die Überschrift Found Brian Laundrie in Columbus. Ich glaube, da ist in den Staaten, war lange niemand sicher, der ein 6-Tage-Bart hatte und wenig Haare auf dem Kopf. Über dem Garten der Eltern kreisen Drohnen. Habt ihr Brian Laundries Instagram-Account gesehen? Seine Verlobte wird seit dem 25. August vermisst und nun versteckt er sich. Ein Tipp auf TikTok wird tatsächlich nützlich. Hier, dieser Post ist von Melinda Baker. Die hatte vorher ein paar tausend Abonnenten auf TikTok und hat dann gepostet, dass sie und ihr Freund Brian Laundrie mitgenommen haben per Anhalter. Der stand an der Straße, sie haben ihn beide mitgenommen, ein paar Meilen. Und das hat sie dann gepostet auf TikTok und jetzt hat sie über 300.000 Abonnenten. Also es hat ihr einigen Fame beschert. In der Nähe des Ortes, den Melinda Baker beschreibt, wird Gabby gefunden, ermordet. Jetzt ist Gabby tot. Grausame, tödliche Wahrheit. Nun hat die digitale Armee eine neue Mission. Gabbys Verlobten Brian finden. Es bilden sich Gruppen, in denen munter drauf losspekuliert wird. Hat Brian Laundrie Gabby getötet, weil sie schwanger war? Das sieht aus wie Ultraschallbilder an dem Baum. Das trägt eine Botschaft in sich. Alle Großbuchstaben, oh Gott, Gänsehaut, sagen Vernichter. Ich hatte als Kind auch mal einen Detektivclub und wir haben sogar mal echte Knochen gefunden. Die hatte ich sehr lange unterm Bett stehen, in so einem Karton. Ich glaube im Nachhinein, dass das keine Menschenknochen, sondern Kaninchenknochen waren. Aber die Faszination für Verbrechen, die ist natürlich gigantisch. Manche sprechen angeblich sogar mit Gabby im Jenseits. Was möchtest du uns noch mit deiner Stimme sagen? Ich habe im Diesseits eine Frau gefunden, die sich wirklich mit Verbrechen, auch mit den Reaktionen darauf im Netz, auskennt. Lydia Benecke. Sie ist Host im Crime-Format Der Fall und... Lydia Benecke ist studierte Kriminalpsychologin und arbeitet mit Sexual- und mit Gewaltstraftätern. Und
wenn sich jemand mit Verbrechen auskennt, dann Lüdeker Benecke. Ich habe sie gefragt, warum Menschen auf der ganzen Welt den Mörder von Gabby Petito suchen. Eine im wahrsten Sinne des Wortes Stereotyp, sympathisch, unschuldig wirkende junge Frau, der etwas offenbar Schlimmes zugestoßen ist. Und alle Menschen möchten wissen, was ist ihr zugestoßen, wer ist verantwortlich dafür und gibt es eine Möglichkeit, eine Person zur Verantwortung zu ziehen? Der Fall Gabby Petito ist feinster True Crime Content zum Mitfiebern in Echtzeit. In den USA werden jährlich mehrere hunderttausend Menschen als vermisst gemeldet. Die allermeisten tauchen davon schnell wieder auf, aber mehrere tausend bleiben jedes Jahr vermisst. Und da kräht kein Hahn danach über die meisten. Und nur auf ganz wenige Fälle und jetzt auf Gabby Petito stürzt sich die Öffentlichkeit wie blöd. Warum? Hier wird unter anderem das Missing White Women Syndrom angeführt. Das Phänomen, das über Frauen heller Haut aus der Mittelschicht, wenn diese verschwinden, sehr viel häufiger berichtet wird als über andere Menschen, die verschwinden. Hello, hello and good morning. Mit einem jungen, blonden Mädchen fühlen offensichtlich alle mit. Dass die TikTok-Detektive bei der Aufklärung des Falles wirklich behilflich sind, bezweifelt die Kriminalpsychologin. Die ganz klar sagen, dass da also von vermeintlichen hellsehenden Personen über Menschen, die meinen, sie hätten mit den Geistern von Toten geredet, bis hin zu irgendwelchen Spekulationen, die dann aber als Tatsachen dargestellt werden, da werden so viele Thesen, Informationen und auch erfundene Geschichten wirklich einfach berichtet. Um Online-Detektive bei der Arbeit zuzusehen, muss man aber gar nicht nach Amerika gehen, auch hierzulande. Hyperventilieren die Medien und das Netz bei einem Namen. Rebecca. Wo ist Rebecca Reusch aus Berlin? Die 15 Jahre alte Schülerin verschwand im Februar 2019 nach einer Übernachtung bei ihrer Schwester spurlos. Das öffentliche Echo war gewaltig. Vielleicht auch wegen des Fahndungsfotos, ein für Instagram bearbeitetes Bild. Hinweise liefen daraufhin zuhauf bei der Mordkommission ein. Eigentlich hätten wir gerne mit der Mordkommission im Fall von Rebecca Reusch gesprochen. Obwohl das Mädchen ja bis heute als vermisst gilt und obwohl man nie eine Leiche gefunden hat, ermittelt die Mordkommission. Aber die ist nicht befugt, mit uns zu sprechen. Man teilt uns schriftlich mit, die Pressehoheit für den Fall liegt jetzt bei der Staatsanwaltschaft. Und da sind wir jetzt verabredet, um zu erfahren, ob denn die ganzen Netzdetektive die Staatsanwaltschaft behindern oder vielleicht die Ermittlung unterstützen. Erstmal erzählt mir Staatsanwalt Martin Glage, dass er in seiner ganzen Berufslaufbahn so einen Fall noch nie erlebt hat. So ein öffentliches Interesse, so viele digitale Tipps. Einige tausend Hinweise stapeln sich auf seinem Rechner und in seinem Zimmer. So ein Hype dann zum Beispiel auf sozialen Medien. Plötzlich wollen alle Rebecca irgendwo gesehen haben oder in anderen Fällen dann auch, was dann zu tausenden von Hinweisen führt und die Polizei kann das letztlich gar nicht abarbeiten. Und es ist ja dann so, dass die allermeisten Hinweise uns überhaupt nicht weiterhelfen, weil es eben gar nicht Rebecca ist. In Berlin wird gerade noch ein anderes Mädchen in Rebeccas Alter vermisst. Die Lokalzeitungen haben darüber berichtet. Sonst niemand. Ihr Name ist nicht so eingängig wie Rebeccas. Sie kam aus einer Jugendhilfeeinrichtung. Öffentliches Interesse kaum vorhanden. Bei Rebecca aber gibt es unzählige Foren, in denen sich die Hobbydetektive austauschen. Manche entdecken ein Verlies in einem Keller, in dem sie Rebecca vermuten. Es aussieht, als ob da jemand eingesperrt ist. Da ist auch noch so ein Stuhl. Leute, bitte gehen. Wir sind hier zum Verlies, also. Manche werfen ganz neue Fragen auf. Löst nun Google endlich das Rätsel um Rebecca Reusch und ihren letzten Kontakten? Das finde ich hier besonders krass. Da geben sich junge Mädchen als Rebecca aus. Mein Schwager hat nichts gemacht, meine Schwester hat mich an die Mafia verkauft. Ich bin Rebecca Reusch, ich werde vermisst, ich werde geschlagen und gefoltert. Bitte hört auf zu sagen, ich bin fake und so weiter und so weiter. Haben Sie schon mal einen Hinweis aus den sozialen Netzwerken erhalten, der Sie weitergebracht hat? Also ich muss sagen, hier in dem Rebecca-Fall fällt mir jetzt keiner ein. Fällt mir keiner ein. Auch in anderen Fällen erinnert er sich, so spontan, an keinen Hinweis auf Social Media, der hilfreich war. Am absurdesten sind aber wieder die, die mit Rebecca übersinnlich in Kontakt stehen wollen. Hallo,
Hallo Zwischenwelt. Hier ist der Seelenwanderer. Wenn niemand die Rebecca Reusch kennt, möchte bitte sie ans Telefon holen. Was ich auch bemerkt habe oder was mich auch erstaunt hat in diesem Verfahren, wie viele Seher zum Beispiel es gibt, ja, die also meinen, sie wüssten aus irgendwelchen mystischen Erwägungen heraus ganz genau, wo Rebecca ist. Auch das macht natürlich sehr viel Arbeit. Diesen Hinweisen wird nicht grundsätzlich mal nicht nachgegangen, aber es ist natürlich auch sehr viel Papier, was von uns dann von der einen auf die andere Seite gewälzt werden muss. Acht Jahre hat Staatsanwalt Glage noch bis zu seiner Pensionierung. Das hat er uns gerade erzählt. Und er würde diesen Fall Rebecca Reusch vor seiner Rente wirklich gerne lösen. Während wir noch in Berlin sind, wird in Amerika Brian Laundries Leiche gefunden. Vier Wochen, nachdem man Gabby tot aufgefunden hatte. Die Suche nach Brian Laundrie ist vorbei, aber die Suche nach Antworten geht weiter. Laundries Überreste wurden hier gefunden, wo es Alligatorenschlangen und Wildschweine gibt. Viel übrig blieb nicht von ihm. Sein Tod macht die Geschichte für die User noch irrer. Für viele bleibt er jetzt der Mörder von Gabby Petito, ob wahr oder unwahr. Wie gefährlich solche voreiligen Schlüsse im Netz sind, weiß Professor Hestermann. Manchmal, erzählt er uns, kann die Stimmung im Netz regelrecht gefährlich werden. Als 2012 ein 11-jähriges Mädchen in Emden tot im Parkhaus gefunden wurde, war die Bestürzung groß. Auch im Netz. Als dann ein 17-Jähriger festgenommen wurde, eskalierte die Sache. Auf Facebook postete jemand: Da gehen wir jetzt hin, den bringen wir um, das Schwein. Und es gab schon eine Meute, die sich vor diesem Polizeirevier versammelt hatte. Also zum Glück war das Revier nicht offen, war es nicht angreifbar. Und es hat sich herausgestellt, dass dieser Verdächtige unschuldig war. Der festgenommene 17-jährige Tatverdächtige ist aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Ein DNA-Test hatte seine Unschuld bewiesen. Erst danach beruhigte sich das Netz wieder. Man hat ja mal gesagt, Deutschland besteht aus 80 Millionen Fußballtrainern, die im Zweifelsfall immer besser wissen, wie man auf dem Platz erfolgreich ist. Und genauso haben wir zumindest manchmal auch 80 Millionen Fahnder, die Vermutung haben, die finden, dass man da noch mal gucken müsste, dass man den noch mal genau befragen müsste. Viele sachdienliche Hinweise sind mir bei der Recherche nicht untergekommen. Aber manchmal ist unter den ganzen wilden Tipps und Spekulationen auch ein wirklich wichtiger Hinweis. Der gehört dann allerdings direkt zur Polizei und nicht auf TikTok. Ich sag danke fürs Gucken und lasst gerne ein Abo da.